So, und da sind wir wieder bei Cool or Cruel, mittlerweile Part... Cool or Cruel? Ach! VIP 5, mittlerweile Part, weiß ich jetzt nicht mehr, 10, 11, glaube ich. Also ich glaube, Cool or Cruel in Part 10, 11, da bist du noch nicht in der vierten Welt, nee. Guck mal, ne, Joshua. Naja, heute habe ich aufgenommen... Nee, in der vierten Welt vor allem nicht, nein. Nee. Und das hier ist eine Höhle mit Eis und Feuer, auch sehr interessant, ne? Und Yoshiko. Wirklich. Oh. Und einem Secret Exit. Ich hab die Yoshiko gefunden. Das Level war recht kompliziert aufgebaut, weiß ich noch. Mehr weiß ich auch nicht mehr von dem Level. Na, gucken wir mal. Aber es war jetzt nicht schwer, du bist oder ja da, so um zu finden. Uns zu spoilern. Juhu. Genau. Juhu. Guck mal, alle drei VIP-Coins hier direkt. Stimmt, sind schon drei. Vier. Was denn ja, genau, hier passiert? Und Noll. Genau, und dann kommt der Midway Point. Und Freaky dann, nee, das kann nicht sein, dass vier vor Midway Point sind. Da muss die fünfte auch noch sein. Da gehe ich jetzt dreimal zurück und suche. Was? Warum? Naja, da ist bestimmt im zweiten Abschnitt. Ja, stattdessen, dass er erstmal, ja, hier solltest du vielleicht den P-Switch drücken, um darüber zu kommen. Oder so. P-Switch? Den du verpasst hast, ja. Oh. Oh, guck mal. Ja, Normal Exit, ja. Kompliziert aufgebaut, das Level doch. Für den Secret Exit. Ach so. Du hättest ja erstmal in die Röhre gucken können. Hm? Nö, jetzt machen wir erstmal hier. Jetzt bin ich schon auf Fahrt. Ja, so, jetzt musst du nur den Secret Exit machen. Was hier oben alles Hübsches drin gewesen wäre. Aha. Ach, sieh doch mal einer an. Ach, hier oben warst du doch. Mit der Feder vorhin. Doch, ja, mit der Feder. Da waren die Yoshi-Coin gewesen vorhin. Hier oben? Ja, da warst du mit der Feder. Am Anfang kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Okay. Da waren die Yoshi-Coin oben. Lol. Nein! Die erste Yoshi-Coin war doch hier. Das hier war doch die erste. Nein, das war die zweite. Konntest du nicht in die Röhre da eben rein? Habe ich jetzt nicht probiert. Spoiler. Oh, ich wusste es nicht mehr. Genau, hier gab es nämlich den P-Switch. Aber den brauche ich doch jetzt gar nicht mehr. Den brauchst du, wenn du den mitnimmst zum Secret Exit, kriegst du einen 3-Up Moon dazu. Oh. Spoiler. Oh. Mein Gott, weil du gesagt hast, du brauchst ihn nicht mehr. Jetzt kann ich Yoshi nicht mehr mitnehmen. Ja, der P-Switch ist viel cooler als Yoshi. Ach, der P-Switch kommt vor allem vor Yoshi. Yoshi kommt ja erst wieder. Ja. Mhm. Genau. So, hier war die erste Yoshi-Coin. Die zweite. Meiner Meinung nach. Die zweite. Dann war... Ja, gucken wir halt mal. Ich zähle jetzt wieder alle durch, wo sie waren. Nein, du musst doch vorher eh zum Secret Exit schon. Na, die waren ja jetzt alle vor Midway Point. Glaub mir, dass da oben war eine. Du kannst dann nachher im Video nachgucken. Hier war eine? Ja. Du kannst dann nachher im Video nachgucken. Hier war eine? Hier war die vierte. Ach, da dann war da oben war wirklich eine. Ja. Verdammt. Okay. Ich hab immer recht, nee, Spaß. Ja, warum bist du schon wieder hier? Warum? Ach, du hattest so... Weil ich faile. Meine Oma ist ein Fuß. Dann nimm halt den P-Switch nicht mit. Nein, ich wollte nur gucken. Ach, du willst er gucken. So, stirbt alle. Nein, nein, nein! Oh. Ach, komm, sterbt jetzt alle. Sterbt alle, da ist auch Yoshi inbegriffen. Na, Yoshi war nicht gemeint. Und Boon auch. Alle, die böse sind. Boon ist böse, im Forum zumindest. Egal. Forum. Die nerven doch immer, die Boons. Oh, guck mal, hier könnte ich den P-Switch drücken und dann das Springboard weg. Juhu! Voll. Ja, Mensch. Ach, hier soll ich den mitnehmen. Guck mal. Ja, für einen 3-Up-Moon zumindest. Yay! Yay! Und hier hättest du ihn drücken sollen für einen Normal Exit. Oder fliegen. Ja. Die gehen nicht davon aus, dass einer so assig ist und immer Safe State lädt, wenn er seine Feder verliert. Nein, die Feder ist ja schon sehr essentiell wichtig. Huch. Na.
Hui. 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 Nein. Genau hier unten. Hinten. Ach, habe ich das nicht schön gebaut? Mhm. Wunderhübsch. Meine Oma spielt Pinball auf Hidden Test. Was? Das ist lame. Was macht deine Oma schon wieder? Na, Hidden Test bei Pinball. Was ist denn Hidden Cheaten. Test? Das kennst du nicht, Hidden Test? Nein. Na, bei, wenn du bei Pin, wenn du dieses normale Windows Pinball, ja? Wenn du das spielst und du gibst einen Hidden Test, also mit der Tastatur, dann kannst du mit der Maus die Kugel steuern und hin und her schieben und ganz viele Punkte machen. Cheaten. Lol, das habe ich noch nie gemacht, das muss ich mal machen. Ja, das ist lustig. Ich habe nie viele Punkte bekommen bei Pinball. Nicht? Nein. Du hast immer gleich abgekackt. Naja, gleich nicht, aber es ist zumindest nicht immer viel geworden. Ja, so bei mir immer so Richtung 4, 5 Millionen. Fraps! Nicht so viel. Fraps! Alter Fraps, ich knall dir eine gleich. Ach, dann mach eben Slow-Mo, mein Gott. Bitte, geht doch. Danke. Oh. Gucke. Das hat's ja gebracht mit 99 Leben. Ja. Das hat's gebracht. Du hast gezeigt, wie man so, wo sind wir denn? Geh erstmal in die Röhre. Ghost House. Statt du erstmal in die Röhre gehst und zu gucken, was da ist. Oh, noch ein Drehabmoon. Das ist auch ein interessantes Ghosthaus. Ups. Es ist nichts, es ist kein schweres. So viel sag ich dir. Spoiler! Ah. Du hast es erfasst. Aber es ist natürlich langweilig, wenn du schon vor mir bist. Dann bist du gar nicht mehr überrascht und genervt davon. Verdammt. Oh. Ja. Ich hätte mir Mist. Ja, hättest du. Die gibt's ja nicht umsonst, ne? Nö. Ich bin eine Feuerblume. Ich bin wichtig. Oh. Ich bin eine Yoshi-Coin. Ich bin nicht wichtig. Nur so. Das ist übrigens das letzte Höhenlevel, was wir spielen. Yay! Also nicht im Spiel, aber. Spoiler! Man hat's doch alles auf der scheiß Overworld gesehen! Ach, ist das schön. Magst du eigentlich Höhenlevel? Ja, ich mag Höhenlevel. Magst du eigentlich Höhenlevel? Nö. Ich auch nicht. Ach, ist egal, im Prinzip schon. Ja. Ich meine, ist ja auch voll das Höhlenlevel hier jetzt gerade, ne? Ne, es ist ein Höhlengeisterhaus. Es ist auf jeden Fall mehr Höhle als Ghost. Naja, okay. Es ist aber. Im Prinzip ist es ein ganz normales Ghosthaus. Naja, aber der Hintergrund ist pechschwarz. Ja. Da könnte man das. Das ist ein unterirdisches Ghosthaus eben. Da musst du nicht durch. Gut. Hätte auch keinen Sinn gemacht. Aber ich muss hier wieder hoch. Hoch? So, jetzt wundere dich, du hast alles richtig gemacht. Du hättest dich nicht beeilen müssen. Wieso beeilen? Na, wegen dem hier. Weil du hättest ja mit dem Pieces runtergekommen, aber es ist alles Quatsch. Ach so. Du meinst, ich hätte mich jetzt hier ich wäre jetzt hier verwirrt gewesen, wenn du mich nicht gespoilert hättest. So meinst du das? Richtig. Aha. Huch! Jetzt, ja. Stirb. Everything wird zum Chuck. Stirb. Stirb. Sie verstehen. Ja. Aber ich muss jetzt nicht alle Chucks töten oder so ein Quatsch. Nein, du musst einfach nur zum Anfang. Weil es ist einfach Bossmusik hier. Nee, du musst nur zum Anfang. Das ist nur Like-Boss, weißt du? Ach, guck mal, da ist ein schöner Mannschutz zum. Nicht meine Feder. Oh. Nein! Doof.
Meine Feder! Meine Feder! Ah, das schaffst du. Aha. Nicht ohne meine Feder. Nicht ohne... Oh. Wie hast du das gerade geschafft, die einzusammeln, Mensch? Na, einfach springen und halt wieder rüber gleich. What the fuck? Hä? Ja, das schaffst du nie mehr. Das ist ein übel schwerer Kaisersprung gewesen. Geht doch. Okay, es ist nicht ein übel schwerer Kaisersprung gewesen. Das ist auch so ein übelst schwerer Kaisersprung. Ja, so voll übelst schwer, ja. Hm. Ja, Mann. Krammeler, so. Hm. Ne? Ja, ja. Krammeler. Ach, ich muss ja die Feder eh jetzt... Wieso? Ja, weil ich immer zurückkommen. Ja, du hättest ja, stimmt, man hätte da unten ja durchgehen müssen. Oh. Gott. Alles umsonst. Man hätte einfach hier unten, ja. Okay. Doof. Aber gib auch schön mal gechillt. Gib mir Federn. Das Ghost House ist gechillter als die restlichen Level der Höhle. Ja. Du musst nur überlegen, es sind alles anspruchsvolle Level in der Höhle. Alles so eine Meinung. Ghost House. Ja, bis aufs Ghost House. Ist doch gut so. Ja. Wer will denn schon? Das ist eigentlich mal genau andersrum. Schweres Ghost House. Ich ja, na, das kommt noch. Yeah. Eins in dem Hack. Ein schweres Ghost House kommt. Yeah. Also ein richtig schweres. Och, da sind nicht mal Power-Ups jetzt mehr drin. Nee. Bäh. Aber es gibt überall Chucks. Chuck. Da, Chuck. Guck mal, ein Three-Up-Moon. Wenn man den Peace-Bitch. Den brauchst du, hä? Unbedingt. Mit 99 Leben, Mensch. Ach. Leck mich doch. So. Juhu. Na, jetzt gucke mal, was in den zwei Röhren ist. Nummer 1. Nummer 1 führt. Mach mal unten direkt hin mal. Und. Ach, du gehst unten lang. Okay. 2 wäre oben drüber. Sieht man ja. Jo, macht Sinn. Ja. Ah, das Level ist cool. Das Wasser erinnert mich an Cooler Cool. Nee, das Level ist nicht cool. Das ist noch das Level. Das Level danach ist cool. Das Level hier hat eine coole Idee, dass das Wasser komplett weggeht, ne? Aber es ist nicht so cool, nee. Weil es ist ein Wasserlevel. Ja. Aber es hat. Die Idee ist cool, ne? Dass das Wasser komplett weggeht. Oh. Nee. Es geht so weit runter. Es geht komplett weg. Verdammt, das heißt, ich muss hier oben warten. Ja. Aber ich kann nicht warten. Die Idee ist trotzdem richtig cool, ne? Komm wieder, Wasser! Ja. Lol. Wie du es einfach mal auf den Pixel getroffen hast, wahrscheinlich. Glaube ich weniger. Schneller! Schneller! Ah! Hi. Faster, faster! Nee, nicht nochmal wie vorhin. Wie du es einfach immer triffst, das gibt's nicht. Nicht so schwer. Du weißt in etwa, wann es kommt. Lol, ich nicht. Ach, klar. Nee. Guck mal, Moment. Moment, dann nehme ich die blaue mit, da ist kein Bewohner drin. Hast du denn was gegen Bewohner von fremden Gebieten? Weil eine Shell auch ein Gebiet ist. Du Rassist, ja. Du Rassist. Du nimmst lieber ein unbewohntes Land für dich. Rassist? Ich bringe jemanden nicht aus dem Haus raus, bin ich Rassist? Macht voll Sinn auch. Ja, du hast was, du nimmst, du eroberst lieber ein Gebiet ohne Bewohnerstadt mit. Okay, das macht, ja, okay. Ja, merkst du's. Du scheiß Anti für die, ne, das sage ich jetzt nicht, das ist Quatsch. Blödsinn. Ich diskriminiere höchstens Leute, die irgendwo wohnen. So kannst du's ja. Aus. Ja. Genau. Mal, da kommt Midway Point. Nö, leck mich. Nett, hä? Aber denk an die Yoshi-Coin. Soll ich überhaupt eine Shell mitnehmen? Na, gar nicht. Wasserschiff. Stimmungswechsel sinnvoll? Fragezeichen, nicht? Ausrufezeichen?
Na, das Gimmick bleibt erhalten. Ach, ihr. Ja. MSMW 3. Wieso? Was ist daran SMB 3? Die Grafik. Oh, schrecklich. Was das ist eigentlich daran SMB 3? Die alle Grafiken. Nee. Nee, nicht alle Grafiken, ja, nur die Teile vom Airship. Nicht. Der Rest nicht. Da, du hast den Namen schon gesagt. Was ist eigentlich an dem Airship-Level SMB 3, Mensch? Ich weiß es gar nicht. Das ist kein Airship, das ist ein Wasserschiff. Das sind aber Airship-Teile. Schrecklich. Ich hasse Airship. Nein. Hättest du mich nicht mal spoilern können. Oh. Ich du bist ja doch die obere Route zuerst gegangen. Ja. Du, aber glaub mir, das obere Level, die Festung, die da war, Hilfe, die Hilfe, Hilfe. Gefällt dir auch nicht so. Dir gefällt das Level, was nach diesem Level hier unten kommt, auf der unteren Route. Dann gucke ich mir das gleich mal an. Oder auch. Das ist ein richtig geniales Level. Wie geht denn das jetzt hier? Ach so, Wasser. Nein, Wasser. Worty, Worty. Wo ist mein Worty? Du kannst auch sehr gut kombinieren, nee, Spaß. Ja, ja. Wie spät haben wir es überhaupt? Ah, das ist die letzte Yoshi-Coin, das ist gut. Nur 23. Sollten wir heute nicht aufhören, weil ich muss morgen noch früh in die Uni, da kriege ich mein Ergebnis zur Klausur gesagt. Das ist nur einen bestimmten Zeitraum, wenn ich den verpasse, habe ich ein Problem. Ach, das brauchst du doch nicht wissen, du hast doch eh bestanden. Dein Wort in... Mensch, ja, ich bin doch dein Professor. Gottes, ne? Ist doch klar. So. Ja. Oder war das überhaupt das Level? Reden wir über deinen Glauben. Was? Die Epicness, oder? Wie geil ist das denn? Rennen! Ja. Oh. Nee, so ganz leicht geht's nicht. Und es ist die Epicness einfach mal. Wie geil ist das denn bitte? War das ein Yoshi-Coin-Level? Ich glaube nicht, oder? Ich habe noch keine einzige gesehen, deswegen ich gehe mal davon aus, dass es nichts ist. Ja, da kommt auch noch ein zweiter Abschnitt und der ist dann nicht mehr so leicht hier vor allem. Ach, was. Aber der ist auch wieder so, das ist ein bisschen was anderes. Oh, mit Fischen ist doof. Verschieß! Geht weg! Aber das Gimmick ist episch, oder? Das ist richtig krass, Ikusi. Das ist Marios Delfin. Boons Delfin. Stimmt, ich bin ja Boon, nicht Mario. Ja. Aber ich bin voll der Boon, ey. Ja, ne? Voll das Opfer. Mhm. Hui. Oh. Nein! Tschüss, Delfin. Was? Ja, Fail. Ich hätte ihn mitnehmen müssen, wa? Ja. Übrigens, gab auch mal Heilige. Eine... Ich weiß nicht mehr, das war ein Wie ganz geil schlechter ist das Display. Denn bitte? Ich hab mal ein... Ja, das Level ist episch, ich hab's dir doch gesagt. Nee, ich hab mal ein ganz schlechtes Let's Play gesehen von irgendeinem Wipfel. Ach so, Wipfel. In dem Wasser kann der immer entlang. Ah. Ja. Geil. Ja. Kann ich nicht mehr nee, auf jeden Fall, ey. Was ich sagen wollte, ich habe mal irgendein schlechtes Let's Play von angefangen zu gucken von irgendeinem VIP-Teil. Ja, ja meins. Und dann habe ich mal, ich weiß nicht mehr welcher VIP-Teil, das war es auch egal. Und dann in irgendeinem Part hatte ich nochmal reingeschaltet, später einfach mal den Anfang. Das war irgendwie Part 20 oder so. Mhm. Und der dann so, Leute, wisst ihr was? Was ich euch noch sagen wollte, bevor wir anfangen mit dem Part, mir ist da was ganz Krasses aufgefallen. Was ich total lustig finde, das muss ich mal noch sagen, es ist ein ganz tolles Easter Egg, dass Boon rückwärts Noob heißt. Ha. Das habe ich ja auch gedacht. Das ist... Wow. Easter Egg. Easter Egg. Ja, das kennt keiner. Kennt keiner, nein. Nee, und vor allem ist es auch total toll. Und... Nicht ha? Du fandest es doch bestimmt auch lustig, als du es rausgefunden hast. Das war mir im ersten Moment klar.
Ja, aber dann fandest du es auch toll in dem Moment. Ich habe ja gesagt, als du es rausgefunden hast, ich habe nicht gesagt, wann das war. Ja, aber wenn man das erst im 20. Part kapiert, dann ist man doch ein bisschen... Naja. Es gibt viele Dinge, die man erst spät... Ich habe auch erst sehr spät begriffen, dass Rettan rückwärts Natter ist und Arbok rückwärts Cobra. Hm. Pokémon für alle, die nicht verstanden haben, wovon ich rede. Ja. So. Ach, die VIP-Coins wären dahinter gewesen. Ich glaube, ich sackt. Ja, aber da ist nur eine halbe und es geht nämlich noch weiter. Ach so. Ja, genial gemacht, oder? Wer die Yoshi-Coins will, das ist eben, deswegen muss man in dem Hack auch wirklich die Yoshi-Coins einsammeln, egal ob sie letztendlich wirklich viel bringen oder nicht. Weil man so auch erst die ganzen Level komplett sieht. Genau, und weil sie sich einfach so Mühe gegeben haben teilweise, ne, so wie hier, mit der halben. Ne? Das ist schon krass. So unter dem Motto, ja, das reicht nicht. Man kann auch nicht mit Start-Select dann hier rausgehen, wenn man jetzt bisher gespielt hat, weil die letzte Hälfte kommt erst am Ende. Sehr geil, sehr geil, sehr, sehr geil. Ich dachte erst, es wäre so ein Glitch, aber, also ein Bug. Nee, nee. Dass nur eine halbe angezeigt wird, weil zu viele. Die hat ja immerhin eine schwarze Linie da in der Mitte. Und sah ja nicht so, dadurch. Das sehe ich jetzt wieder, meinst du wohl? Naja, die war abgeschlossen, die hatte keinen Cut-Off, die war einfach, die hatte. Die war da, war eine schwarze Linie drumherum. Also hat sie keinen Cut-Off. Das sehe ich. Ja, das sieht man doch. Wenn die halb, wenn die durch den Glitch wäre, dann hätte die ja da nicht plötzlich die Outline. Boah, wie es immer schnell und langsam ist, naja. Wie es hier schön ist mit den Giftpilzen. Übrigens, ne? Mit dem schnell und langsam, das war bei Cool or Cool überhaupt nicht so, also... Es liegt wirklich an dem Zusammenspiel Fraps plus TeamViewer. Okay. Es ist nicht Fraps alleine und es ist auch nicht TeamViewer alleine. Okay. Weil wenn du ja nur zugeguckt hast, war es ja auch nicht so. Das ist immer dieses Zusammenspiel. Das heißt, mit der neuen TeamViewer-Version dürfte es auch wieder weg sein. Das ist nämlich seit dem neuen Update von TeamViewer. Damit ist die Sache klar, warum es jetzt wieder so ist. So. Ja. Aber sehr cooles Level, oder? Ich habe übrigens absichtlich. Jetzt dürfst du schon. Schlecht ja, gespielt, weil. Und ich darf jetzt hier wieder nicht rein, ne? Ja, jetzt fehlt nur noch die Festung. Nehmen wir die andere Seite. Aber erst im nächsten Part nehmen wir diese Seite hier auseinander. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Ciao.